Wusstet ihr eigentlich schon, dass Nordrhein-Westfalen 70 Jahre alt wird? Nein? Dann wisst ihr es jetzt. Nordrhein-Westfalen wird 70 Jahre alt und feiert das auch logischerweise. Und man kann gewisse Videoprojekte einreichen, was ich natürlich hiermit mache. Und ich habe mich jetzt heute hier mal in Münster eingefunden, und zwar am Haverkamp, da ich ja auch in Münster auch komme. Und ja, der Haverkamp ist hier so ein altes Industriegelände. Das ist so in den, ich weiß gar nicht, wann das aufgegeben worden ist, in den 60ern oder so. So ein bisschen rumzeigen. Heute finden sich dort mehrere Clubs, sprich einmal dort, einmal dort hinten, dazwischen ist auch noch einer, hier ist auch noch ein Club, auf jeden Fall finden sich hier viele Clubs und tagsüber ist hier halt eben nichts los und ja, deswegen habe ich gedacht, will ich nicht nur ein paar schöne Graffitis zeigen von diesem tollen Ort hier, weil das ja hier auch erlaubt ist oder auch gewollt ist, weil auch hier halt eben viel Kunst und Kultur, sprich da hinten sieht man noch so eine Ausstellungshallen, sind da hinten noch, das heißt hier dürfen diverse Künstler auch was ausstellen, ein paar kleine Werkstätten gibt es da noch, da vorne ein Rolltor da, ja, dann habe ich mir gedacht, zeige ich nicht nur ein paar Graffitis oder sprich dieses Gelände hier so, sondern ich zeige euch das Gelände einfach mal von oben, also viel Spaß. Kleiner Hinweis noch von mir zum Drohnenfliegen allgemein. Drohne darf man nicht überall fliegen, das ist an gewisse Regelungen und Gesetze auch gebunden. Das heißt, es gibt gewisse Höhen, die man nicht überschreiten darf. Man darf nicht über Wohngebiete fliegen, man darf nicht über Menschenmengen fliegen, man darf nicht über Bundesstraßen fliegen oder halt eben Menschenansammlungen an sich. Das ist hier nicht der Fall, weil hier halt eben nur Nachtsichtclubs auf sind und tagsüber halt eben nur so ein paar Werkstätten. Und hier habe ich auch jeden Einzelnen gefragt, ob der was dagegen hat, dass ich jetzt mal eben hier fliegen darf. Und nö, die waren ganz begeistert. Einige waren sogar selber Drohnenflieger. Und ja, wie gesagt, hier, also die Handvoll Leute, die konnte man hier auch mal eben schnell so abklappern. Und ja, das ist nun mal so eine eigene Sache für alle anderen, die auch mal mit dem Thema Drohne befassen wollen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war so mein Beitrag zu unser NRW. Also mal so ein Video außer der Reihe. Und für die, die mich noch nicht können, die können ja einschalten im nächsten Vlog. Genau, denn da geht es nämlich weiter. Munter, fröhlich. Bis dahin und ciao. Das Auto hat aber keinen Schaden genommen. Zum Glück. Ja, seht ihr mal auch, das ist NRW zurzeit. Immer mal wieder mit Parkschauern zurecht.